Ja, ich sehe das ähnlich so, dass wir sehr, sehr aus der Kabine gekommen sind und auch von der ersten Minute hellwach waren. Ja, und das hat direkt auch mit dem sehr schön herausgespielten Tor auch, muss man auch mal so das Tor auch erzählen, dass wir die auch gut in die Breite spielen und dann sofort in die Tiefe und dann im letzten Drittel auch die Box gefüllt haben und das Tor machen. Danach hatte Frohnau zwar einen Tick mehr Ballbesitz, aber wir hatten die klaren Torchancen. Also wenn ich jetzt sehe in der ersten Halbzeit, ich glaube, wir köpfen zweimal nach dem Umschaltspiel alleinstehend vorm Tor, übers Tor. Und gerade in der zweiten Halbzeit, ich glaube, wir haben gerade den Kollegen gesagt, ich glaube, wir sind dreimal aufs leeres Tor zugelaufen, aber machen das Tor nicht. Ja, ist richtig. Also die erste Halbzeit, da sehe ich es auch so, dass wir viel mehr Ballbesitz haben. Ich fand auch, wir haben ja Zweikämpfe gewonnen. Letztendlich laufen wir in einen Konter über die linke Seite, fangen uns das 1-0, reagieren super, haben eine Ecke, symbolisch ein bisschen für mich für die erste Halbzeit. Der springt dann in Pfosten und dann, glaube ich, raus. Ja, und zum Ende in der zweiten Halbzeit war es total hektisch, ein ganz rutschiger Platz und ganz viele Zweikämpfe. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile und ich denke, die abgezocktere Mannschaft hat hier heute gewonnen. Fand ich das Spiel auch sehr interessant, sehr intensiv, weil was mich einfach positiv auch gestimmt hat, war, dass Frohnau einfach hier auch mitspielen wollte. Ja. Das hat dem Spiel gut getan. Und das war dann am Ende so ein offener Schlagabtausch, wobei ich dann uns Tick im letzten Drittel einfach effektiver und entschlossener fand. Frohnau hat zwar Tick mehr Ballbesitz gehabt, aber irgendwie die klare Torchance hat einfach gefehlt bei Frohnau. Ja, ist jetzt so schnell nach dem Spiel nicht zu sagen. Von außen sieht man es auch besser. Ich denke, dass Wilmersdorf es gut gemacht hat, indem sie nicht komplett hinten reingestellt haben. Sie haben weiter auch probiert, ein bisschen zu agieren. Sie haben uns relativ früh angelaufen. Sie haben selber auch probiert, noch Chancen zu kreieren. Und das war, glaube ich, der Grund dafür, warum wir es nicht ganz finalisiert haben.